Was wir brauchen, ist eine Flüchtlingspolitik, die sich endlich an den Menschenrechten orientiert. Was wir brauchen, ist ein System der Aufnahme von Geflüchteten. Und wenn ein Salvini, ein Orban sich dem verweigern, dann sage ich euch, dann müssen sie das auch finanziell zu spüren bekommen, liebe Freundinnen und Freunde. Also ich wünsche mir vor allem, dass wir unterscheiden zwischen einer EU, wie sie jetzt ist, und der Vision eines geeinten, solidarischen und tatsächlich demokratischen Europas. Was wir brauchen, sind Schulen anstatt Kasernen, sind Züge und Busse anstatt Panzer. Ich wünsche mir ein Europa, wo die Menschen sich darum reißen, Mitglied in einem solchen Europa zu sein, weil alle die Vorteile einer solidarischen Gemeinschaft erleben dürfen. Das ist im Moment leider nicht der Fall, aber ich glaube, für diese Vision lohnt es sich zu kämpfen. Das ist unsere Vision eines solidarischen, eines friedlichen, ja, eines geeinten Europas. Dafür streite ich, dafür kämpfe ich und dafür werbe ich um eure Unterstützung. Danke sehr.